Dann von hier aus gleich links rum. Hinter den Zwergen, hier. Darunter. Und hier ist nichts. Oh, oh, hey. Also so wieder so eine Falle. Und ein großer leerer Raum, wo ein Zwerg auf eine Magierin losgeht. Warum tust du das? Oh Gott, du hast einen Feuerball im Nahkampf geschossen. Das ist nicht besonders intelligent für einen Magier. Also entweder war das ein Bug oder sie mochte den Zwerg einfach nicht. Da links geht es auch noch weiter, aber ich glaube nicht, dass wir hochkommen. Nee. Also müssen wir wieder ganz außen rum. Hier. Genau, und dann einfach rechts an der Wand halten. Zum, 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 zum. Ach ja, Lloyd's Beacon wäre so schön. Das ist der Wasserzauber, mit dem man sich beliebig zu alten Punkten zurückteleportieren kann. Also nicht beliebig, je nachdem, was für einen Rang man hat, hat man mehr Punkte, wo man sich zurückteleportieren kann. Aber das wäre schick. So, da müssen wir rüber. Das heißt, wir können dann rüberspringen. Die Decke ist nicht sonderlich hoch. Oder wir werden einfach von irgendeinem doofen Zwerg runtergeschubst. Aber können wir hier nicht irgendwo hochklettern, vielleicht? Nein. Das ist die falsche Richtung. Aber das kann nicht sein, dass da nur einen Weg hingibt. Doch, kann sehr gut sein. Ich sehe mich jetzt nur schon wieder einmal rumlaufen. Dann wieder genau an der gleichen Stelle stehen, wo wir eben standen. Und dann werde ich nicht runtergeschubst von dem Zwerg, sondern ich springe, donner gegen die Decke und falle wieder runter. Das. Also bin ich eigentlich nicht so wirklich motiviert, zurückzulaufen. Aber sei es drum. Einen Versuch gebe ich mir noch und dann gucke ich anderweitig, ob es einen Weg gibt. Nee, hier war das. Genau, und da sind schon wieder die Zwerge. Also du, springen. Hier, hops. Oh, sehr schön. Nirgendwo gegengesondert, alles gut. Bitte gib mir eine Leiche, die ich einsacken kann für die Quest. Kaputt. Kaputt. So. Könnt mir gar nichts. Oh, wir hätten doch anderweitig herkommen können. Wäre auch sonst ein wenig komisch gewesen, ehrlich gesagt. Aber na gut, räumen wir halt von hinten auf. Können wir keine Verbündeten treffen, ist auch gut. Denn die Damen sollen ja doch ein wenig rachsüchtig sein. Haben wir uns von einem toten Zwerg sagen lassen. Zing, zing, zing. Da geht schon wieder runter. Na, das war die falsche Taste. Können wir das wirklich brauchen? Hält sich in Grenzen. Warum wollte ich gerade F3 für Karte drücken? Bei welchem Spiel ist das? Da liegt noch Gold. Aber, oh. Brauchen wir wirklich und noch ein so billiger Zwergendolch. Und hier geht es, glaube ich, gleich schon wieder raus. In den gefährlicheren Tunnel. Wobei ich jetzt schon fast glaube, dass es wirklich da ist. Weil hier wäre es zu einfach. Aber trotzdem sollten wir alles abklappern, nur für den Fall. Also ich... Was liegt da? Noch so ein Ding. 950 und ganz viel Gold. Mach mal bitte Bewahrung. Oh, danke. 4000 Gold. Das erkenne ich nicht. Können wir das wirklich brauchen? Ja, können wir. Warum ist da immer noch was blau eingezeichnet? Achso, die Wand ist blau eingezeichnet. Okay. Rechts rum. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Und ein Gegner. Ja, das kennt man doch. Eine Spur aus Gold und dann Gegner. Aber das sollten eigentlich mehr sein als nur ein kleiner Bläuling. Das bringt's nicht so wirklich.
So, wo sind wir jetzt? Bei noch mehr Gold. Und eine Sackgasse? Nö, hier geht's weiter. Da ist nix. Zing, 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 zing. Ja, ich sollte gleich mal schlafen. Wir haben fast keine Zauberpunkte mehr. Das tut irgendwie weh. Und du solltest bitte mal wechseln auf Implosionen. Ich bin bereit. Sonst wirst du deine Zauberpunkte nie los. Das ist ein ganz schön langer Gang hier. Flup, flup, flup. Implosion ist echt super. Zaubermisslung? Was war das denn? Schon wieder Zauberslung. Welcher Zauber ist das? Egal, töten. Töten. So. Können wir das wirklich brauchen? Ja, das wird verkauft. Das kommt mit. Das kommt mit. Und wow, wir haben 37. Warum ist die Wand jetzt komisch? Wir haben 37.000 Gold schon gemacht hier drin. Also hat sich definitiv gelohnt, zu den Zwergen zu gehen. Und ich würde gerne schlafen. Geht das hier irgendwo? Gegner dürften ja eigentlich keine sein. Genau. Hier. So, Fackellicht. Waha. Bewahrung. Und das da. Und das da. Und das reicht erstmal. Sind hier eh nur Gox. Oh, genau ihr. Da haue ich jetzt auch nur noch zu. So viel langsamer ist es auch nicht. Vor allem, wenn ich mit ihr noch das da mache. Dann geht das ganz gut. So. Irgendwo hier in der Nische liegt bestimmt ein toter Zwerg, den wir mitnehmen müssen. Lunanera trifft für 22 Schadenspunkte. Als Zauberer quasi. Ja, schon krass. Oh, und da liegt toter Zwerg, aber ist der falsche. Hm. Oh, noch viel mehr Gold. Ich mag die Tunnel hier. Oh, und da liegt wirklich ein Toter. Zorkars Axt. Ein Familienerbstück des Monarchen von Zorkar. Diese Waffe versieht ihrem Träger mit einer starken Verbundenheit zur Erdmagie. Ja. So, wir haben die Leiche. Das heißt, wir müssen nicht in die schwierigen Tunnel gehen. Aber ich will in die schwierigen Tunnel gehen. Einfach um zu gucken, wie gut wir da bestehen können. Das machen wir allerdings anders, weil ich habe keine Lust, die Tunnel hier zu suchen. Wir müssen erstmal weg von den Gegnern kommen. Sagt die Karte. Karte sagt... Ja? Ja, nö. Du, zaubern. Wir wollen nach Niggenberge. So. Dann wollen wir aufstufen. Hier werden wir niemals sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ziemlich häufig. Und wir haben noch 20.000. Ja. Dann würden wir gerne noch nach ein, zwei Lehrern suchen. Denn Alchemie war noch hier und ein paar andere interessante Sachen. Lernen. Hexer. Nö. Kann mir nichts beibringen. Ja, wir sind halt gut und du bist böse. Das passt schon. Ihr braucht unsere Vorsicht auf euren Wegen. Konditionsgroßmeister? Nee. Es ist viel zu dunkel in der Nacht. So. Stehlen. Meister haben wir schon. Wir wollten eigentlich Großmeister. Und Alchemie irgendwas. Ich hoffe, ihr mögt meine Auswahl. Intellekt plus 8.
Verschwindet, ihr sucht etwas Scharfes. Glaube ich einfach. Erbsenzähler. Ja. Es gibt andere. Also bitte. Ja, aber wir sind Erbsenzähler. Wir haben nur noch 20.000 Gold. Willkommen. Eure Bestellung kommt sofort. Ja, das war teuer. Wassermagiemeister sind wir ja schon. Torrent. Harmondale. Den Auftrag. Habt ihr Haldas Gebeine finden können? Seine Seele muss voller Qual sein. Ja, bitte findet das Gefäß mit seinen Überresten. Eigentlich schon. Ach, die Hügelgräber sind so nervig. Sei es drum. Wir brauchen Licht, wir brauchen Waha. Brauchen Bewahrung und dann fliegen. Dann würden wir uns gerne weiter umgucken. Willkommen in der Feuergilde. Oberste Gilde des Feuers. Brauchen wir alles nicht. Aber wenigstens beleidigen die uns nicht, wenn man nichts kauft. Oh, Kinkerlitzchen. Die Verzauberungen sind die besten. Intellekt plus 6. Plus 1 auf alles. 1 ist nicht wirklich viel. Härten, Feuerdorn. Nö, du. Das ist nicht so wirklich toll. Kenne ich nicht. Smaragd kann weg, das kann weg. Ich weiß nicht, was das ist. Die Sachen können alle weg, warte mal. Ja, ich hätte es auch im Shop machen können. Du weg, du weg, du weg. Ja, ich verkaufe die noch. Keine Bange. Ich würde gerne helfen. Das kann identifiziert werden. Brauchen wir wirklich noch so? Kann auch weg. Unsere Verzauberungen sind die besten. Weg. Weg, weg, weg. Weg. Ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. So. Feuerdinger werden ignoriert. Wir suchen eigentlich nur das da. Da geht's nämlich in die bösen Tunnel. Also die schwierigeren Tunnel. Dolchmeister. Experte Stab sind wir schon geworden. Ledermeister interessiert uns nicht. Nicht wirklich. Bogenmeister nicht. Bogenexperte wollen wir noch werden. Und da waren wir eben gerade schon. Ha. Ja, wir müssen uns hier weiter umgucken. Wir folgen einfach der Straße und hoffen, dass da noch mehr Häuser sind und dass da dann die Lehrer sind, die wir auch wirklich brauchen. Und Hydras. Warum auch nicht? ja. Da liegt ganz schön viel Gold auf dem Boden. Jo, weiter. Nicht treffen lassen. Gold einsammeln und weiterlaufen. Du kommst mit. Du kommst mit. Was Können liegt da? Oh, schicker Stab. Der kommt auch mit. So. Ja, aber eigentlich wollten wir ja Häuser suchen und so. Hallo, Feuervögel. Ihr brachtet auch gut Gold, oder? Oh. Ja, ihr wart ein paar mehr, da war was. Sind die Zauberpunkte Mangelware? Boah, die halten gut was aus. 100 Gold. Das tut irgendwie weh. Naja. Weg. Wo könnten Häuser sein? Westlich. So, da lang. Sieht nicht so wirklich danach aus. Nur Magier, die ein bisschen stinkig sind. Da scheint ein Dungeon zu sein. Und hier ist ein kleines Haus. Mehrere sogar. Alchemiemeister. Sehr gut. 2500. Lucid Apple. In Effli. Zing. Monsterkunde brauchen wir nicht. Er
Hacken, bist du schon Experte? Meister sind wir, glaube ich, sogar auch schon. Ja, sind wir auch schon. Mitglied in der Feuergilde. Och nö, danke. Das war's. Ach, da oben ist noch eine Hütte. Ich hoffe mal, die ist... Wo ist hier der Eingang? Genau an der Seite, wo ich nicht gelandet bin. Und Prälat. Ich grüße euch. Erhöht alle Zauber der Schule des Selbst. Aller Charaktere um 4 Punkte. Verlangt 20% allen Goldes. Das ist sehr mächtig. Also eigentlich bräuchten wir einen davon und einen für Elementar. Magie. Nee, später. Momentan brauchen wir halt zu viel Gold. Das Donnerfaustgebirge. Das reicht mir, danke. Ich habe genug Kerker in einem leichteren Gebiet, die ich noch nicht schaffe. Da muss ich nichts hier probieren. Aber ja, das scheint es gewesen zu sein mit den Dörfern. Das heißt, wir laufen jetzt in die Tunnel rein, in die ich vor einer Weile schon rein wollte. Nämlich hier. Vorher schlafen wir aber noch. Waffen rudimentär. Obwohl, eigentlich sollten wir richtig, ne? Volle Kanne waffen. So. Das da. So. Dann speichere ich gleich ab. Und dann gehen wir in den Tunnel rein. Also, bis gleich.